So, willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind hier ja immer noch auf dieser Insel gelandet oder beziehungsweise sind am Holz sammeln. Ich habe jetzt wieder ein Texture Pack drin, nämlich das Photorealism Pack. Link in der Videobeschreibung. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen laut, aber ich glaube, das muss ja, glaube ich, auch sein. So, ich glaube, das müsste reichen. Achso, diesen Baum haben wir schon, gefällt, okay. Gehen wir mal da lang, ich muss schauen, ist auf easy. Jawohl, ist auf einfach, ich habe seit dem letzten Part nicht mehr privat weitergespielt. Nehmen wir mal das Holz damit, wir brauchen es einfach mal. Holz ist immer wichtig, wenn man sich Häuser bauen möchte. So, hier die Wetterwind, damit das Holz runterfliegt. Egal, komm. So, ich glaube, das Holz müsste reichen. Für eine kleine Bude hier am Biom. So, ich muss schon mal hier in Position bringen. So, okay, jetzt gehen wir mal auf diese kleine Insel. Fichtenholzbretter. Fäden, Fichtenholzbretter, Fäden, Fichtenholzbretter. Na gut, dann fangen wir einfach mal an. Muss ja nicht so besonders groß sein. Wir können auch ein bisschen einfallsreicher sein mit dem Bauen. Nicht immer nur ein paar, nicht immer nur solche einfallslosen Häuser bauen, sondern jetzt möchte ich ein bisschen was anderes bauen. Und zwar, ich glaube, ich probiere es mal im Kreis ungefähr so. Und die Musik ist so laut. Moment. Gott. Ich nehme mal schon eine andere. So, jetzt baue ich mal. Ich baue es jetzt einfach mal so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und... Verdammt, da brauchen wir noch ein bisschen Sand. Wie lange gleitet denn die Sonne noch auf? Wo ist denn die Sonne eigentlich? Da ist die Sonne. Ach, die geht gleich unter. Verdammt! Die Sonne geht unter. Oh, das muss ich schnell sein. So, hier ein bisschen Sand. Okay, 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 okay. Nein, verdammt. Ah, ich hab's falsch platziert, das Sand. So, die neuen Sounds, die gefallen mir echt so gut. Zack. Und dann nochmal so. 1, 2, 3, 4. Moment, ich habe da irgendwo eine Macke, glaube ich, drin. Oder? Kann das sein? 1, die müssen ja alle parallel sein. Parallel, jetzt verwende ich schon Mathebegriffe. Respekt. Naja, ich glaube, ich brauche es jetzt einfach mal so nach oben. Einfach mal 3 fürs erste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, verdammt falsch platziert. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. So, scheiße, ich hätte nicht alles gleich craften sollen, jetzt scheiße, jetzt haben wir keine Kohle mehr für, ja, für Fackeln. Da könnte es sein, dass hier ein paar Monster spawnen, wenn wir jetzt da weggehen und uns ein paar, ja, Dinge machen, ne, uns ein bisschen Holz holen. Naja, hilft nichts. So, wo ist denn das Schwert? Hier. Unser Nemesis ist der Gliederflügel. So, wir sind jetzt total sicher. Glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir die Insel noch unsicher gemacht, als sie eigentlich ist mit diesem Haus. Naja. Gehen wir einfach mal irgendwo weiter. Ich glaube, das Haus lasse ich jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Scheiße, das war jetzt total ungünstig und da sind schon ein paar Monster. Jetzt habe ich auch die Orientierung verloren, wie es nach Hause geht. Scheiße, ich hätte den Part nicht beenden sollen letztens, so früh. Also ja, ich hätte noch heimgehen sollen. Aber nein, ich muss hier noch so ein scheiß Haus bauen. Na komm. Scheiß auf das Haus. Du hast mir nichts als Unglück gebracht. Verdammtes Haus. Jetzt sind wir wieder da, wo wir im letzten Part beendet... wo wir im letzten Part schon waren. Scheiße. Und das ist ein Skelett. Das krall ich mir. Oh, Spinne! Das Texture Pack, das sieht so komisch aus. Ich bin es jetzt nicht mehr gewohnt mit Texture.
Packs zu spielen und da ist eine ganze Skeletthorde. Na komm her. Ah! Bist du verrückt? Tu mir nicht weh, du Spinne. Ich glaube, mit diesen Skeletten soll ich mich jetzt nicht anlegen. Weil ihr wisst, gegen Skelette sehe ich immer ganz alt aus. Das sehe ich älter aus, als die Skelette eigentlich sind. So. Ach, verdammt, da liegen noch ein paar Experience. Naja, egal. Ich hätte mir noch einen Bogen her machen sollen. Naja, das habe ich jetzt davon. Ich probier's mal, vielleicht geht's ja. Ich versuche mal einen herzulocken. Ja, scheint zu gehen. So, und jetzt locke ich den ein bisschen weiter ins Meer hinaus, sodass er weg von seinen Kollegen ist und jetzt tauche ich unter. Verdammt! Hey, unter Wasser zu schießen ist unfair! Das widerspricht allen Gesetzen der Physik. Ah! Da bist du bekloppt! Bist du bekloppt! Lass mich hier nur! Ah, scheiße! Ich habe noch zwei Herzen! Ich habe noch zwei Herzen! Weg! 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 Scheiße! Ich will hier nicht sterben! Nein! Oh. Hilfe! Blödes Skelett! Lass mich! Lass mich nur! Lass mich hier nur! Bleib fern! Ich bin hier völlig auf mich allein gestellt, mitten im Ozean, umgeben von Untoten. Und einem Verfolger. Naja gut, jetzt nicht mehr. Habe ich denn irgendwas zu fressen? Ja, ich habe hier noch das da, jetzt hau ich so unter, aber macht nichts. Ich tauche einfach wieder hoch. So, jetzt regeneriere. Ich hätte mir ein Boot machen sollen und dann erst ins Wasser reingehen sollen. Naja. Das war ja auch wieder super schlau von mir. Ich probiere mal was. Kann es ja sein, dass ich jetzt sterbe, aber es macht nichts. Ich probiere es jetzt einfach mal. Nee, das ist zu tief, das kann ich nicht machen. Ich wollte da unten eine Werkbank platzieren und dann schnell, da unten scheint das zu sein, eine Klippe oder sowas. Eine Höhle oder sowas. Sieht sehr interessant aus. Na, seht ihr die Löcher da unten? Naja, egal. Creeper! Und Zombies! Die ganze Welt ist umgeben von Tod! Und die Musik ist übrigens aus Siedler 4. Habe ich früher mal gespielt. Geiles Spiel. Kann ich jedem nur empfehlen. So, okay. Haben wir ein Bötchen gemacht. Das nehme ich die mal wieder schnell mit. Na los jetzt. Nein. Nicht. Nicht. Alles bloß aus nicht. Okay. Scheiß auf das Ding. Ich will jetzt einfach nur hier weg. Hoffentlich kein Gewitter. Ich hasse Gewitter. So, okay. Jetzt sind wir mitten am Meer. Mit so einem Regen und fahren mit einem Boot. Auch mal wieder was anderes. Und ich hoffe, der Regen ist jetzt nicht zu laut, sodass ihr mich jetzt nicht mehr versteht. So, ich glaube, hier geht's heim. Ich glaube, ich warte mal ein bisschen, damit sich das Ganze wieder aufbaut. Rennedistanz und so weiter. Ja, das scheint die... Moment, ich glaube, hier noch ein bisschen weiter nach links. Ah! Boah, ist ja ekelhaft. Was sind da vorne? Was war das denn jetzt eben? Oh Gott, ich werde mich so verlaufen, wenn ich jetzt also so weiter schwimme mit dem Boot. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu leise. Ich mache zu laut. Ich mache mal ein bisschen leise so. Regen. Ich habe das Haus im Regen stehen lassen. Scheiße, 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 scheiße. Ich würde mich mal aufbauen. Spiel, bau dich mal auf. Das geht so nicht. Sehr merkwürdig das Ganze jetzt. Naja.
Wir sind hier auf dieser einsamen Insel gefangen und haben keine Chance mehr, heimzukommen oder heimzufinden. Bis auf eine Chance, einen Kompass zu craften, aber dafür brauchen wir Eisen und Redstone. Oh Gott. Und dann muss ich in eine Höhle. Das Problem ist, ich will in gar keine Höhle. Naja, ich gehe jetzt noch irgendwo hin. Kann es so sein, dass wir uns jetzt verlaufen werden, aber naja. Ist dann mein Problem. Jetzt hier mal ein bisschen da entlang. Ich versuche noch die Küste im Auge zu behalten, weil wenn ich die Küste jetzt verliere, dann war es das jetzt da. Dann findet man nie wieder zurück. Bam, 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 bam. So, ich warte jetzt noch ein bisschen, bis ich das Ganze wieder aufgebaut habe und da ist Lava. Deutet auf einer auf einer unterirdischen Höhle hin oder auf einen Junkfehler. Verlaufen, wir haben uns verlaufen. Verlaufen, verlaufen, verlaufen ist nicht gut. Da verlieren wir unseren Mut. Verlaufen ist nicht gut. La 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 la. Kann dieser Regen auch mal aufhören? Hallo, Regen, verschwinde! Oktopusse, geht aus dem Weg, ihr zerstört noch mein Boot, wenn ich euch ramme. Ah, du kriegst Schaden? What the fuck? Warum? Wahrscheinlich, weil er an der Oberfläche ist. Wahrscheinlich kriegen Tintenfische jetzt an der Oberfläche Schaden. Oh Gott, ich bin jetzt ganz schön nah an der Küste jetzt gekommen. Ja, das Ganze muss ich wieder aufbauen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis sich das Ganze aufgebaut hat. Und die Sonne geht wieder auf. Ach, was für ein Glück. So, wo geht's jetzt heim? Zu unseren Schafen und Kühen. Ich vermute, hier geht's lang, aber ich will nicht riskieren, dass ich jetzt auf mich mehr verirre. Nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, 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 das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Verlaufen haben wir uns im Meer. Wir haben uns verlaufen. Yeah, wir haben uns verlaufen und finden nicht wieder den Weg heim. Wir haben uns verlaufen. 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 Wir haben uns verlaufen. Das ist nicht gut. Und da ist wieder unser scheiß Haus. Haus. Wir haben uns verlaufen, das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Wir haben in uns verlaufen und da ist eine neue Insel. Scheiße, 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 scheiße. Wo geht's heim? Und da ist eine Fliege auf meinem Monitor, aber egal, egal. Wo geht's hier heim? Wo geht's hier heim? Verdammte Scheiße, ich find den Weg nicht heim. Wo geht's heim? Ich hab keine Ahnung. Wo geht's hier heim? Was zum Teufel? Ich find nicht heim. Ich hab mich verlaufen. Und ich find auf heim keinen guten Reim. Nein, nein, wo geht's heim? Heim, wo geht's heim? Heim, ich find nicht heim. Heim, wo geht's jetzt heim? Heim, ich hab keine Ahnung. Ahnung. Ich will zurück zu mein Schwein. Nein, nein, ich will jetzt heim. Heim, ich hab mich verlaufen im Meer, Meer. Das fällt mir schwer, den Weg zurückzufinden, aber ich find ihn nicht mehr. Wo geht's hier heim? Wo geht's hier heim? Ich will zurück zu meinen Schwein. Wo geht's hier heim? Wo geht's hier heim? Oh verdammt, Leute, langsam werde ich echt irre. Wo geht's hier heim? Hey, das ist Clay. Clay? Ja, Clay ist es, ne? Ja. Moment, ich kenne diesen Ort. Das ist die Insel, an der wir uns verlaufen haben. Hä?
Irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen jetzt gerade, wir schwimmen jetzt gerade sinnlos um die Insel herum. Ohne Hoffnung auf... Oh Gott, so viele Tintenfische. What the hell? What the fuck? Thaddäus! Wir sind im Thaddäus-Paradies. Oh nein. Und da ist... Was? Ich sag bloß, das ist wieder unsere... Da ist schon wieder unser Haus. Wir laufen echt im Kreis und schwimmen um die Insel herum und finden nicht den Weg heim. Das ist so, als würde unsere Insel... Es wäre unsere Insel verschwunden. Unser Zuhause hat sich in Luft aufgelöst. Wir sind verloren. Lost. Und so viele Tintenfische. Wow, ich werde euch rammen. Passt ein bisschen besser auf. What the fuck? Hilfe. Dieser Regen, der könnte auch langsam mal aufhören. Ich würde sagen... Scheiße. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder ins Festland. Und baue mir wieder alles neu auf. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier kein Creeper oder sowas ist. Wir könnten auch einfach Selbstmord begehen. Das wäre auch eine Lösung. Dann wären wir auch wieder zu Hause. Aber ich möchte es eigentlich. Dieses Jahr so ein Pussy-mäßig. So, ich glaube, zwei sollte für Kohle reichen und so den ganzen Scheiß. Na gut, dann gehen wir einfach mal wieder hier hin. Und bauen uns hier eine zweite, eine dritte Basis auf. Oh nein. Ich werde am Ende des Displays haben mit 20 Basen, die wir überall auf der Map verstreut haben. So, wo ist hier der Eingang? Ist hier jemand drin? Hallo? Jemand drin? Nein, gut. So, dann mache ich einfach mal weiter. Ich kann nichts anderes machen. Auch wenn es jetzt ein bisschen eng wird, aber egal. So. Nein! So, was würde Bear Grylls jetzt tun? Trink deine eigene Pisse! Okay. Ach, verdammtes Holz reicht, glaube ich, nicht, oder? Wird's reichen? Quizfrage. Oh, reicht das Holz? Nein, reicht nicht. Verdammt! Verdammt, 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 das Holz reicht nicht. Aber egal, baue ich einfach immer so weiter. Und jetzt brauche ich... Scheiße, ich brauche einen Ofen! Okay. Scheiße, ich kann daraus nichts machen. Ich kann daraus nichts machen. Scheiße, ich bin echt verloren. Langsam denke ich echt an Selbstmord. Soll ich Selbstmord machen? Nein, komm, ich will jetzt keinen Selbstmord machen. Das ist ja so, keine Ahnung, Emo-Style. Ich gehe mal hier auf diese Insel und schau, was dort drauf ist. Oh Gott, eine Höhle, das ist ja schon mal sehr gut. Regen, verschwinde! Hey, cool, ist... Nee, der hört nicht auf, oder? Ich dachte gerade, der hört auf, der Regen. Ah, okay, das scheint hier so ein Mischwald zu sein, hier auf dieser Insel. Okay, 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 dann gehe ich mal zu diesem Birken-Ding hin. Birkenbaum. Damit wir unsere Bude fertig bauen können. Haben wir immerhin einen kleinen Unterschlupf. Okay. So, ich schaue mich ein bisschen noch weiter um. Ein kleiner See, toll. Nee, das ist kein See, das ist das Meer, toll. Ach, der Regen ist weg. Na super, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ach, ist schon so schön ruhig, wenn jetzt kein Regen mehr da ist. Oh, wir haben langsam wieder Hunger. Naja, hier ein bisschen Rindfleisch. Ach, scheiße, ich brauche Cobblestones, aber ich will jetzt nicht in die Höhle reingehen. Ihr wisst, meine Phobie in Höhlen. Aber ich glaube, ich muss es sogar. Scheiße, ey. Naja, zuerst brauche ich wieder einen neuen Crafting Table. Den anderen haben wir ja da hinten verloren. So. Dann zack, zack, zack und zwar schnell. Hier, es kann ja sein, dass hier ein paar Viecher rauskommen.
Kann auch, aber auch sein, dass es nur meine Phobie ist und dass es gar nicht passieren wird. Und gleich macht es zwischen Boom, habe ich das Gefühl. So, schnell, schnell hier ein bisschen Birkenholzbretter. Zack, zack, zack. Dann zack, zack. Jetzt haben wir schon mal eine Spitzhacke. Ist ja fast so wie im ersten Part. Oh Gott, ich will gar nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Doch, ich trau mich. Nein, ich trau mich nicht. Doch. Hallo? Einen Stein haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Okay, jetzt haben wir genug Steine und verpissen wir uns schnell. Weg, weg, weg! Schnell mitnehmen! Jetzt verfolgen uns die Monster! Renn! Na los! Ach, noch ein bisschen Holz! Na! Okay, ich glaube, das Holz müsste reichen. Knapp, 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 knapp. Moment, wir haben Knochen. Das heißt, wir können auf unsere Insel noch ein paar Bäume pflanzen. Mit Knochenmehl. War doch gut, dass wir noch ein paar Skelette gejagt haben. Nein, Quatsch, das war eine Katastrophe. Jetzt haben wir uns ja verlaufen. Ja. Ah, du Oktopus. Gefällt dir an meiner Insel? Ach, das ist Clay. Wir könnten unser Haus noch mit Clay ein bisschen ausbauen. Was heißt hier ausbauen? Das ist ja gar nicht unser richtiges Haus. Ja, das ist ja nur eine Notunterkunft, die ich in den letzten Parts für ein Haus gehalten habe. Oh Gott, da ist eine Höhle in der Nähe. So, erstmal das hier. 1, 2, 3, 4. Nein, Quatsch, ich will eine Tür bauen, nicht sowas. Zack. So, jetzt sind wir sicher, glaube ich. Mehr oder weniger. Okay. Ich glaube, ein bisschen Sand nehme ich auch noch mit. Damit wir uns ein paar Fenster noch hinbauen können. So, ich glaube, ich nehme mal 8 Stück mit. Okay. Ja, hier drin hätten wir auch ein bisschen Sand, aber naja. Gut, dann baue ich erstmal hier oben fertig. Und es wird wieder Nacht. Und es wird wieder Nacht, es ist Nacht in Minecraft, es ist Nacht in Minecraft. Ich brauche ein bisschen Holzkohle, aber zuerst brauche ich einen Ofen. Ich brauche einen Ofen zuerst in Minecraft. Den platziere ich einfach drauf auf den Crafting Table. Und jetzt muss ich es brennen mit ein bisschen Holz. Brenn, brenn. Los, brenne, du scheiß Holzkohle, brenn endlich, brenn endlich, du scheiß Holzkohle. Okay, ich würde sagen, ich nehme mir die Zeit und tue mal hier ein bisschen Sand weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich mag dir nur den Sound, habe ich euch das schon gesagt? Hm, das war's schon? Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt die Holzkohle und machen uns dann damit ein paar Fackeln draus. Oder eine Fackel, oder 4. Mit einer Holzkohle kann man ja 4 Dinge machen, ne? Kennt ihr ja schon. 3 und 4, sollte genug sein. Okay, dann, was mache ich denn jetzt? Jetzt würde ich sagen, jetzt schmelze ich ein bisschen das Glas. So, 8 Sand kommt hier rein. Okay. Gut, und morgen schaue ich nach, ob wir, also im nächsten Part morgen, schauen wir nach, wie es hier heimgeht. Andernfalls muss ich doch in eine Höhle gehen und mir ein bisschen, ja, ihr wisst schon, muss ich mir ein bisschen Redstone und Eisen holen für den Kompass. Wenn es wirklich schlimm ist. Moment.
Da ist offen. Da ist offen. Oh Gott. Da ist offen. Da ist offen. Schnell. Puh. Das war knapp. Das hätte ich mir in die Hose gemacht. Es war kurz davor. Aber ich habe mich noch beherrschen können. So. Ja, unser Haus sieht sehr interessant aus. Jetzt kann ich nochmal rausgehen, aber ich glaube, ich weiß nicht, Kind, dass irgendwas ist da draußen. Ich habe ja keine Ahnung, was da draußen auf mich lauert. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen warten. Ich glaube, ich fange schon mal ein bisschen an, hier das Glas zu platzieren. Ich könnte es eigentlich so lassen. Sieht auch ganz interessant aus. Okay. Ich glaube, hier parallel mache ich es einfach mal auch so. Jetzt haben wir einen kleinen Bunker. Ich hocke meinen Bunker mitten in Berlin. So, da brauchen wir jetzt ein bisschen Glas in unserem Bunker. Hier auch. So, hier vorne können wir auch noch ein bisschen was bauen. So, ist hier was? Sieht nicht so aus. Das sieht schon mal sehr interessant aus, wie wir das gerade jetzt gebaut haben. Okay, hier noch. Gut, den Crafting Table, den kann ich jetzt woanders hin platzieren. Das hier kommt weg. Hier wieder ein bisschen Glas hin, so. Und ja, sieht sehr interessant aus. Ich frage mich, wie es draußen aussieht. Wahrscheinlich wie ein kleiner Kotzklumpen. Und mit dem restlichen Holz können wir uns eine Truhe hinbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. So, eine kleine Truhe für zwischendurch. Dann können wir das ganze Zeug hier lagern. Und wieder ein bisschen auf Monsterjagd gehen, bis die Nacht vorbei ist. So. Na, jetzt aber. Geh nach. Geh raus. Scheint hier nicht zu sein. Oh. Ein bisschen Holz gefunden. Cool. Naja, von draußen, ich weiß nicht. Wie sieht es aus? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das heißt gar nicht. Wenn man da reinblickt, sieht es aus wie ein Scheißklumpen. Naja. Ich bin ja aber heute wohl vulgär, fällt mir auf. Scheißklumpen. Naja gut, ich bin ja auch irgendwo mitten am Arsch der Welt. Okay, dann baue ich ein paar Bäume hin. Haben wir ein bisschen Holz dabei? Nee, natürlich nicht. Und jetzt alles aus Sand. Verdammt. Zum ersten Mal kriegen wir keine Erde in diesem Let's Play. Da sind ein paar Viecher. Da ist ein Creeper. Ich würde sagen, ich mache jetzt wieder an dieser Stelle Schluss. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oder gleich, wenn ich ein bisschen länger jetzt gerade gemacht habe. Also, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!